Hallo und herzlich willkommen aus dem Bundesparteitag der AfD heute hier in Dresden. Neben mir steht der Bundessprecher Dr. Jörg Meuthen. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Meuthen, gerade der Fokus des heutigen Parteitags lag ja auf der neuen Kampagne, die auch vorgestellt wurde, Deutschland aber normal. Können Sie uns erklären, was es denn mit diesem Wahlspruch auf sich hat? Ich glaube, das kann ich gut erklären. Ich habe das in den letzten Tagen auch schon x-fach erklärt. Ich glaube, ich überhole es zum x-ten Mal. Schauen Sie, ich habe eine Kolumne auf Facebook. Und in dieser Kolumne schreibe ich oft, Deutschland ist verrückt geworden, weil die Leute mir das sagen. Und mir sagen die Leute auf der Straße, das ist auch nicht mehr normal hier. Wir haben 65 Geschlechter, da wird von dem gebärenden Elternteil gesprochen, statt von der werdenden Mutter. Älter 1, älter 2, wir haben diese ganzen Sprachholpeler da drin, die Politiker innen, dieser ganze Gender-Gaga-Wahnsinn. Wir ruinieren unser Land in der Energieversorgung, wir ruinieren unser Land industriell. Das alles ist mehr oder minder verrückt, das ist nicht mehr normal. Und wir wollen Deutschland in die Normalität zurückführen. Das ist im Grunde genommen das, was hier Scharen, Millionen von Menschen wünschen. Ich glaube, dass wir damit einen sehr, sehr guten Slogan haben, der die Sehnsucht der Menschen abbildet, auch emotional. Wir wollen verdammt nochmal unser normales Deutschland, so wie wir es kennen, wieder haben. Und für diese Verrücktheiten haben wir keinen Sinn. Darum geht es. Jetzt haben Sie auch einige Themenbereiche aufgelistet. Haben Sie denn ein Plakat, das Sie favorisieren mit der Themenaussage? Sie haben mir das auch extra hingelegt, die Mappe hier. Also wenn ich die vier hier sehe, sage ich sofort das hier. Also A, wegen des Hundes, weil ich ein Hundeliebhaber bin. Aber B und viel mehr, ein Land, in dem man Freiheit leben kann. Darum geht es. Wir müssen als Partei stehen für das freie, selbstbestimmte Individuum. Und das wird uns weggenommen. Wir driften inklusive der CDU, die mal eine konservative Partei gewesen ist, lange ist her, zu so einer Vollbevormundungsrepublik. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen den Menschen subsidiär helfen, wo sie der Hilfe bedürfen. Das muss gute Sozialpolitik leisten in einer sozialen Marktwirtschaft. Aber im Wesentlichen sollen die Menschen für sich selber sorgen und sollen ihre Freiheit nach ihrem jeweiligen Gusto leben können. Und das versucht man uns abzuerziehen. Und was meinen Sie, wenn wir im Herbst Schwarz-Grün kriegen, dann geht es erst richtig los mit Warenverbotsorgien. Und da sind wir die exakte Gegenposition dazu. Darum ein Land, in dem man Freiheit leben kann. Ich habe bald 6 Jahrzehnte hier in Freiheit gelebt. Ich möchte, dass meine Kinder und Enkel das auch noch können. Sie sagen, was wichtig ist, gerade das Thema Freiheit. Der Parteitag dieses Jahr findet ja unter sehr strengen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen statt. Aber trotzdem hält die AfD sich natürlich daran. Sind Sie denn soweit mit der Disziplin der Delegierten zufrieden? Ja, sogar hochzufrieden. Gucken Sie sich das mal an hier. Alle halten sich dran. Sehr schön. Also ich finde das ja mit den Masken auch nicht schön und ich finde sie auch extrem einschränkend. Aber ich habe in geschlossenen Räumen eine Einsicht, dass es in dieser Zeit sinnvoll ist, wohlgemerkt, sie in geschlossenen Räumen zu tragen. Wenn ich durch Brüssel gehe zum Beispiel, dann müssen die Leute auch draußen Masken tragen. Dann denke ich, wie verrückt ist das denn? Die gehen allein durch die Straße, tragen Maske. Ergibt überhaupt keinen erkennbaren Sinn. In geschlossenen Räumen ergibt es Sinn durch die Aerosolübertragung. Aber Sie sehen das läuft hier diszipliniert. Und ich habe es ja in meiner Einführungsrede heute Morgen gesagt, dass die erste politische Botschaft, schaut her, Leute, das geht. Wenn wir uns an die Sicherheitsmaßnahmen halten, an die Regeln, die es in dieser Zeit tatsächlich braucht, dann kann man in relativer Freiheit leben, man kann sich auch versammeln. Wir sind die Einzigen, die sowas machen. Die anderen machen Online-Parteitage, weil sie sagen, nein, das geht nicht. Doch, es geht, wir zeigen es. Das ist ja auch gerade unsere Philosophie. Wir sind ja Rechtsstaatpartei. Genau. Und wir wollen diese Einschränkung der Rechtsstaatlichkeit auch nicht haben. Und wir zeigen hier auf, dass wir viele der Einschränkungen, die wir haben, definitiv nicht brauchen. Das ist der Punkt. Zum Abschluss, Herr Dr. Meuthen, worauf freuen Sie sich denn am meisten beim anstehenden Bundeswahlkampf? Ja, ich hoffe, dass das wieder mit Menschenkontakt geht, weil die Wahlkämpfe, die ich jetzt erlebt habe, die waren tatsächlich stark online, weil man immer diese Versammlungsverbote hatte und dann ging das nicht und Wahlkampfstände mit Abstand. Ich hoffe, dass man wieder so Wahlkämpfe, wie ich sie kenne, stattfinden kann, wo man wirklich auch vor größeren Mengen, die auch vielleicht noch nicht mit 1,5 Meter Abstand stehen müssen, sondern dicht auf dicht und mal wieder richtige Versammlungen, weil die haben eine eigene dichte Atmosphäre, die ich mag. Und die hat mir jetzt in den Landtagswahlkämpfen ganz schön gefehlt. Das ist schon sehr steril und da fehlt was. Und ich hoffe, dass
dass so dieser unmittelbare, intensive Bürgerkontakt im Wahlkampf, jetzt im Bundestagswahlkampf wieder funktioniert. Das würde ich mir sehr wünschen. Das war ein schöner Schlussteil. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und weiterhin viel Erfolg auf dem Bundesparteitag. Herzlichen Dank.